und herzlich willkommen bei eurem Schulle. Mal wieder mit einem kleinen Video zum Thema Windows Freeware. Und zwar geht es diesmal um, Fotobearbeitung, Bildbearbeitung. Ich hatte ja schon die Software EarthView einmal vorgestellt, die ja grundsätzlich für Bildbetrachtung und auch für Bearbeitung eigentlich schon relativ gut ist, finde ich. Des Weiteren gibt es ein Tool, das auch ich einsetze, um zum Beispiel Thumbnails etc. pp. Zu installieren. Das nennt sich Paint.net, ist ebenfalls Freeware, aber natürlich steht es euch auch frei, dort zu spenden und die Entwickler so zu unterstützen. Ist quasi eine abgespeckte Variante, sage ich jetzt mal, von Photoshop. Also so empfinde ich es zumindest. Ansonsten das Setup habe ich mir hier schon mal runtergeladen, aber ich kann es ja auch noch mal kurz auf der Seite zeigen. Paint.net oder Paint.net. Und dann hier haben wir es. www.getpaint.net. Kann hier runtergeladen werden. Donaten über PayPal, also die Entwickler unterstützen könnt ihr. Also grundsätzlich gute Software, wie ich finde. Erstmal alle Register gerade schließen, so. Wie gesagt, hier habe ich es mir einmal schon runtergeladen als ZIP-File, dann einmal extrahieren. Zack. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das die aktuelle Version ist, 4.0.2.1, ich habe es auch gerade nicht aufgepasst. Aber gut, dann haben wir hier das Setup. Okay, das funktioniert jetzt nicht wegen dem Shared Folder, den ich hier eingerichtet habe. Dann kopieren wir es einmal unter nach Downloads, lokal. Und von da sollte es eigentlich definitiv funktionieren. Yep. Dann wieder der altbekannte Assistent fragt uns, sind Sie wirklich sicher, dass Sie es ausführen wollen? Jawohl. Und dann können wir bei der Installation auswählen, einmal Sprache. Ne? Also, gut, ich brauche nur Deutsch, der Rest, wem es gefällt. Dann gibt es einmal die Schnellinstallation und die benutzerdefinierte Installation, die wähle ich jetzt hier einmal aus. Sage jetzt weiter, stimme den Lizenzvereinbarungen zu und kann jetzt hier einstellen erstmal das Paint.net Standard Grafikeditor für JPEG, PNG und BMP-Dateien werden soll und ebenfalls für TGA-Dateien der Standardeditor werden soll. Auf dem Desktop möchte ich eine Verknüpfung. Und es soll automatisch nach Updates gesucht werden. Das passiert dann immer beim Programmstart. Dann bekommt ihr ab und zu eine Meldung. Mal gucken, vielleicht jetzt auch hier, wenn es nicht die aktuelle Version ist, dass ein neues Update bereitsteht. Das lasse ich alles so, wie es ist. Sage weiter. Könnte hier jetzt noch den Pfad ändern. Den lasse ich jetzt allerdings auch auf C, Program Files, Paint.net. Sage weiter. So, und klicke jetzt nochmal auf Weiter. Und dann startet die Installation. Dann wird jetzt nochmal darauf hingewiesen, Paint.net wird optimal für Ihr System eingestellt. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was der jetzt genau im Hintergrund macht. Aber auch das sollte relativ zügig vonstatten gehen. Also, und es gibt dann auch eine kostenpflichtige Variante im Windows Store. Stimmt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das heißt, dort könnt ihr euch Paint.net auch so kaufen. Und einer der Vorteile ist dann, so wie es hier auch steht, dass Updates automatisch durchgeführt werden und nicht mehr durch Aufforderung und erst danach installiert werden. So, Installationsassistent ist damit durch. Und dann möchte ich Paint.net im Anschluss auch gleich starten, lasse den Haken also drin, sage Fertigstellen. Und bekomme dann diese Oberfläche hier. Und hier in der Mitte habt ihr jetzt ganz normal euer Bild. Und hier könnt ihr halt auch verschiedene Ebenen hinzufügen. Also, ja, wie gesagt, eigentlich wie bei einer normalen Bildbearbeitung würde ich jetzt sagen auch. Wobei ich da ehrlich gesagt nur Photoshop kenne, wo das halt auch geht. Und ich komme gerade nicht auf den Namen. Es gibt noch ein Linux-Äquivalent, sage ich jetzt mal, zu Photoshop. Das nennt sich Git irgendwie sowas. Komme ich gerade nicht drauf. Das war mir allerdings schon wieder zu kompliziert.
muss ich ganz ehrlich sagen, ich brauchte was Einfaches und das habe ich mit Paint.net gefunden. Das heißt, ihr könnt hier jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, hier den Hintergrund färben wir mal in Blau. Und dann füge ich eine neue Ebene hinzu, die ist erstmal transparent. Und kann hier jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte ein Rechteck hinzufügen. Soll die Farbe rot haben, erstmal nur außen. Und das konnte ich auch irgendwo füllen, hier gefüllte Form zeichnen, zack. Und kann das jetzt hier verschieben. Und gut, mehrere Ebenen haben halt den Vorteil, ich kann jetzt hier, über den, also das ist der Shortcut S, das ist quasi hier dieses freie Auswählen oder rechteckige Auswahl. Kann ich jetzt einzelne Bildausschnitte markieren und dann zum Beispiel mit entfernen. Und da ich jetzt auf dieser Ebene hier in Gange bin, wenn ich jetzt hier sowohl das Blaue als auch das Rote markiere und entfernen drücke, dann bleibt das Rote dennoch erhalten, weil es eine andere Ebene ist. Jetzt wähle ich Ebene 2 aus, wähle hier wieder so, das markieren und entfernen und es verschwindet nur das Rote. Wie gesagt, und das ist in meinen Augen eine schlanke Software, die nicht zu kompliziert ist. Also das ist gut, im Endeffekt würde ich jetzt behaupten, selbst erklären. Also sogar ich konnte mir hier einiges beibringen, wie das mit den verschiedenen Ebenen und so weiter funktioniert. Wie gesagt, ich bastel damit meine Thumbnails für meine Videos und bin damit eigentlich vollkommen zufrieden, weil das in meinen Augen für meine Zwecke vollkommen ausreicht. Ein professioneller Bildbearbeiter, gut, der sieht das wahrscheinlich anders. Da werden hier Funktionen fehlen, die dort definitiv vonnöten sind, wo dann wirklich Photoshop das Mittel der Wahl ist auf gut Deutsch. Das ist ja mehr oder weniger in der Beziehung der Platzhirsch. Aber gut, wie gesagt, für Lau alles gut. Und dann kommen wir zuerst mal zum Speichern. PDN ist das Standard Projektformat, sage ich jetzt mal. Sprich, alles was im PDN gespeichert wird, da werden alle Informationen dieses Bildes hinterlegt, sprich welche die verschiedenen Ebenen etc. pp. Und wenn das Bild dann soweit fertig ist, wenn ihr alle Ebenen, Hintergrundbilder etc. pp. Fertig habt, könnt ihr auch sagen, speichern unter und hier dann eins der Formate auswählen. Das heißt, die Software kann im BMP-Format, im GIF-Format speichern, JPEGs können gespeichert werden, PNGs, TIFFs und TGAs, Direct Raw Oberflächen, DDS. Wer es braucht, kann ich ehrlich gesagt nichts mit anfangen. Aber gut. Zum Beispiel JPEG-Format speichern, dann fragt er, okay, welche Qualität? Okay. Und hier auf Zusammenfassen heißt dann im Prinzip, dass alle Ebenen zu einem Bild zusammengefasst werden. Das heißt, ich habe hier gleich nicht mehr zwei Ebenen, sondern nur noch eine Ebene. Das kann ich jetzt zwar auch weiter bearbeiten, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier, den Abschnitt will ich löschen, dann löscht er mir komplett blau und rot, sprich was vorher zwei verschiedene Ebenen waren. Das ist dann halt der kleine Unterschied. Ja, wie gesagt, das war's zu Paint.net. Kleines, feines Programm zur Bildbearbeitung. Wenn ihr noch Fragen, Anmerkungen etc. pp. Habt, dann schreibt sie mir doch bitte in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich auch über einen Daumen hoch, meinetwegen auch einen Daumen runter freuen. Und wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt, dann abonniert am besten meinen Kanal. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Schulle.